Auf die Plätze, fertig, los. Am Samstag starteten 400 Kinder und Jugendliche in der Lagune ins 8. internationale Nachwuchsschwimmfest. Nico Petrov hat, wie jedes Jahr, diesen Wettkampf organisiert und eröffnet. Vor 15 Jahren kam er nach Cottbus und trat seine Stelle im Polizeisportverein an. Seitdem setzt er sich für die Kinder und den Sport ein. Am Anfang hat uns keiner geglaubt, dass wir sowas schaffen können, mit eigenen Kräften, mit eigenen Übungsleiter. Aber wir haben heute ganz stolz zu sagen, es ist ein besonderer Tag für uns heute, dass wir als Grenzregion haben wir geschafft, nicht nur unsere konstante Arbeit mit den polnischen Vereinen zu verstärken, auch wir haben heute als Gäste auch die Sportler aus Tschechei. Wir haben Gäste aus ganzem Land Deutschland, meine ich jetzt Berlin, Sachsen, Brandenburg, Hessen. Und ich freue mich auf diese 24 Mannschaften, die doppelt so viel sind im Vergleich mit voriges Jahr, in unserer Schwimmhalle Lagune zu begrüßen. Unterstützt wurde Petrov dabei vor allem finanziell von der LWG, GWC und der Stadt Cottbus. Auch über die Kooperation mit der Lagune ist er sehr froh. Hier können sich die Kinder mit Vereinen aus anderen Regionen messen. Doch nicht nur der Wettkampf an sich ist das Ziel dieser Aktion. Nur in einer solchen Übungsleiter-Klima-Umgang können nicht nur gute Sportler wachsen. Die brauchen Charakter, die brauchen Vergleiche. Und sage ich, das ist mein Wunsch, dass dieses Verhältnis weiter so bleibt. Und nur so können wir normalerweise weiter große Erfolge erzielen. Und diese Erfolge sind auf jeden Fall zu sehen. Die Kinder betätigen sich sportlich, schöpfen Selbstbewusstsein aus den Erfolgen und sind motiviert, besser zu werden. Das Ziel ist also auch ohne eine Medaille erreicht.